Die Star Wars-Serie The Bad Batch hat einfach mal das gesamte Franchise auf den Kopf gestellt und niemand hat's mitbekommen. Abgesehen von den Hardcore-Fans der weit, weit entfernten Galaxis hat die Animationsserie anscheinend kaum einer auf dem Schirm. Und das ist eine Schande. Während sich The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi und auch die letzte Staffel The Mandalorian in die Sarlacc-Grube manövriert haben, ist The Bad Batch bis zum Ende mehr als stabil geblieben. Jetzt, wo die Serie ihr Finale hatte, möchte ich ein Gesamtfazit ziehen. Und falls ihr zu denjenigen gehören solltet, die The Bad Batch wieso auch immer verpasst haben, dann kann ich euch mit diesem Video hoffentlich Lust darauf machen. Ich werde euch hier verraten, was diese Serie so einzigartig macht, was euch darin erwartet und welche Hindernisse sich euch beim Schauen in den Weg stellen werden. Alles natürlich spoilerfrei. Wenn ihr danach aber immer noch der Meinung seid, die Serie ist nichts für euch oder ihr habt alle drei Staffeln schon geschaut, dann gibt es am Ende noch einen gekennzeichneten Spoiler-Part. Denn ich muss unbedingt darüber reden, was in The Bad Batch eigentlich passiert und welche Konsequenzen diese Serie für das Star Wars-Universum hat. Damit ein herzliches Hello there zu dieser neuen Kritik bei Cinema Strikes Back. The Bad Batch ist als direkter Nachfolger von der Serie Star Wars The Clone Wars zu betrachten. Ich muss sagen, damals als Kind war diese Serie für mich das TV-Highlight in der Woche, das ich unter keinen Umständen verpassen durfte. Star Wars The Clone Wars. Wenn der Erzähler mit der sexy, epochalen Stimme verkündete, was uns in der neuen Folge von Star Wars The Clone Wars erwartet, saß man auf Anhieb gebannt vom Fernseher. Diese Animationsserie hat für die Welt von Star Wars so viel getan und die Saga bis heute geprägt und maßgeblich beeinflusst. Sogar die damals absolut verpönten Prequels haben durch Clone Wars eine neue Perspektive erhalten und werden seitdem völlig anders wertgeschätzt. Dabei wird Clone Wars immer wieder vorgeworfen, bloßer Kinderkram zu sein. Ja, Clone Wars war zunächst auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten, aber die Serie ist zusammen mit den Zuschauenden gewachsen. Gerade gegen Ende läuft die Serie zu Hochtouren auf. Der anfänglich noch gewöhnungsbedürftige Animationsstil entwickelt sich zu etwas Vorzeigbarem. Und die Themen werden ebenfalls erwachsener, während die Serie auf die Ereignisse aus Die Rache der Sith zusteuert. In der letzten Staffel von Clone Wars wurden in Form eines gewissen Elite-Squads ein paar neue Figuren vorgestellt. Es handelt sich um die Kloneinheit 99. Das ist eine kleine Truppe von genetisch mutierten Klonsoldaten, die für besonders heikle Operationen zuständig ist. Sie selbst nennen sich aber The Bad Batch oder im Deutschen die Schadencharge. Auch wenn die Mitglieder der Bad Batch nur für wenige Folgen am Start waren, wurden sie schnell zu Lieblingen der Serie. Zum Glück mussten Fans nicht lange auf ein Wiedersehen mit der Truppe warten, denn nach dem emotionalen Finale von Clone Wars wurde mit The Bad Batch eine komplett eigenständige Serie mit Fokus auf die namensgebende Kloneinheit angekündigt. The Bad Batch beginnt direkt mit der Order 66 und dem damit einhergehenden Aufstieg des Imperiums. Ein eingebauter Inhibitor-Chip soll alle Klonsoldaten dazu bringen, jeden Jedi auszulöschen und den Befehlen von Imperator Palpatine zu gehorchen. Aufgrund ihrer Genmutation sind die Inhibitor-Chips bei der Bad Batch allerdings nicht wirksam. Ist ganz funny, weil Kloneinheit 99 ja das Gegenteil von Order 66 ist, wenn man die Zahlen mal auf den Kopf stellt. Wow! Die ganze Bande, bestehend aus dem Anführer Hunter, dem liebevollen Muskelpaket Wrecker, dem Technikfreak Tech und dem Neuzugang Echo, ist überaus verwirrt, warum ihre Brüder plötzlich diesen absurden Befehlen folgen, ihre langjährigen Vertrauten, die Jedi, zu töten. Sie verweigern die Befehle und versuchen stattdessen unterzutauchen. Bis auf Crosshair. Der zielgenaue und eiskalte Scharfschütze der Bad Batch verspürt immer noch das Verlangen, die ihm erteilten Befehle auszuführen. Scheinbar hat seine Genmutation die Wirksamkeit des Inhibitor-Chips nicht ausgeschaltet. Daher entwickelt sich ein Konflikt innerhalb der Bad Batch und sie müssen sich bei ihrer Flucht von Crosshair trennen, der lieber dem Imperium dienen möchte. Ihre Flucht gelingt der Bad Batch mit der Hilfe von Omega, einem jungen Klonmädchen, das in dem Squad eine Art Familie sieht. Sie fühlt sich als erster und einziger weiblicher Klon nämlich komplett ausgegrenzt und gar nicht normal. Weil es der Bad Batch da ziemlich ähnlich geht, nehmen sie Omega bei sich auf und es beginnt für sie ein großes galaktisches Abenteuer. Eine der größten Stärken von Clone Wars war die Ausarbeitung
der Klonkrieger. In Episode 2 haben wir sie noch als riesige, farblose CGI-Armee vorgestellt bekommen. Schon ab der ersten Folge hat Clone Wars dann aber klargestellt, dass jeder einzelne Klon ein Individuum ist. Obwohl sie alle gleich aussehen und aus derselben DNA entstanden sind, tickt jeder einzelne von ihnen anders und hat eine andere Persönlichkeit. Auch wenn sie alle für Kriege kreiert wurden, sind sie weitaus mehr als das. Sie sind Freunde und Brüder. The Bad Batch geht sogar einen Schritt weiter und stellt die Unterschiede zwischen den Klonen viel expliziter dar, da sich ihre Charaktereigenschaften und ihr Aussehen aufgrund der Genmutation nochmal deutlicher von den anderen unterscheiden. Und außerdem bringt Omega frischen Wind in die Charakterkonstellationen. Als Schützling der Bad Batch wird sie für Hunter, Wrecker, Tech und Echo zu einer kleinen Schwester. Besonders die Beziehung zwischen Hunter und Omega ist da interessant. Hunter ist für Omega nämlich ihr großes Vorbild. Sie will ihn unbedingt stolz machen und sich vor ihm beweisen. Hunter hingegen will nicht, dass Omega in Gefahr kommt und versucht, sie aus Gefechten so gut es geht herauszuhalten. Auch wenn Omega sehr viel Potenzial hat, ein weiteres nerviges Kind im Star Wars-Kosmos zu sein, wie es einst schon der junge Annie war, ist sie das komplette Gegenteil. The Bad Batch erzählt schließlich auch ihre Entwicklung von einer Außenseiterin zu einem vollwertigen Mitglied eines Teams. Dabei lernt sie von Folge zu Folge immer mehr dazu und sie wird zum wohl wichtigsten Bestandteil, das die gesamte Bad Batch zusammenhält und ihr auch oftmals den Spiegel vor Augen hält. Neben den Abenteuern der Bad Batch bekommen wir zusätzlich auch noch die Perspektive von Crosshair präsentiert, der weiterhin für das Imperium kämpft und in Einsätzen gegen dessen Widersacher vorgeht. Er ist die wahrscheinlich interessanteste Figur der gesamten Serie, denn in ihm tobt ein gigantischer Konflikt. Seine Gehorsamkeit gegenüber dem Imperium steht für ihn über allem. Aber in ihm ist trotzdem noch Menschlichkeit, Klonigkeit verankert. Seine neue Machtposition gibt ihm zwar das Gefühl, eine wichtige Rolle in etwas Großem zu spielen, aber ähnlich wie Omega bei der Bad Batch lernt, was Vertrauen und Freundschaft bedeuten, lernt Crosshair, was Verrat und Feindseligkeit beim Imperium heißen. Er bekommt am eigenen Leib zu spüren, wie entbehrlich die Soldaten des Imperiums sind. Vor allem die Klone. Die alten Modelle sind nicht mehr interessant und einfach zu veraltet. Sie werden wie Müll behandelt und sollen schleunigst ausgetauscht werden. Diese schockierenden Erkenntnisse und einschneidenden Erlebnisse im Kampf lassen Crosshair mit und mit an den Absichten des Imperiums zweifeln, denn das strickt im Hintergrund ganz dubiose Pläne und Experimente. Bei all dem begegnen uns auch immer wieder altbekannte Figuren aus Clone Wars und es kommt zu vielen freudigen Wiedersehen. Creator Dave Filoni kann gefühlt auch nicht ohne. The Bad Batch übernimmt zwar viele der Stärken von Clone Wars, aber gleichzeitig auch ein paar der größten Schwächen. Die Geschichte von The Bad Batch umfasst nämlich gerade einmal 3 Staffeln mit 47 Folgen, die jeweils etwa 25 Minuten dauern. Ein recht sportliches Programm dafür, dass man so viel erzählen möchte. Eigentlich würde man da erwarten, dass dann auch jede einzelne Folge zählt und die Handlung entsprechend voranbringt. Das ist jedoch überhaupt nicht so, denn die Serie ist vollgepackt mit Filler-Folgen. Einen Großteil der Serie stürzt sich die Bad Batch in Einsätze, die sie nicht wirklich an ihr Ziel bringen. Eine dieser zahlreichen Nebenmissionen ist zum Beispiel, dass die Bad Batch in einer Folge an einem Podrennen teilnehmen muss. Diese Folge bietet keinen Mehrwert, kann übersprungen werden und ist somit die Blaupause einer jeden Filler-Folge. Für eine Serie, die wöchentlich erschienen ist, kann das schon frustrieren. Jede Woche war es nämlich ein Pokern, ob die neueste Folge inhaltlich relevant wird oder ob sich die Bad Batch schon wieder mit dem tausendsten Monster rumschlagen muss. Also ehrlich, es gibt viel zu viele Monster in dieser Serie. Das ist sogar so auffällig, dass es in der Serie selbst angesprochen wird. Wieso gibt es immer ein riesiges Monster? Dieses Problem dürfte weniger gravierend ausfallen, wenn man sich die Serie jetzt am Stück anschauen kann. So verlieren jedoch einige der emotionalsten Momente der Serie wiederum an Wirkung. Auch wenn es in The Bad Batch nämlich so bewegende Szenen gibt, wie man sie in Star Wars schon lange nicht mehr gesehen hat, bekommen sie nie wirklich Raum, um ihre vollständige Wirkung zu entfalten. Stattdessen werden sie nur künstlich durch die Wartezeiten zwischen den einzelnen Folgen und Staffeln aufrechterhalten. Bei einer Binge-Watch-Session würde dieser Impact definitiv fehlen.
Das sind aber vor allem Probleme der ersten beiden Staffeln. Denn in der dritten Staffel wirkt alles deutlich mehr aus einem Guss erzählt. Die Folgen bauen hier fast alle aufeinander auf und sind relevant. Man versucht hier die Geschichte wirklich zu einem Ende zu bringen. Sind wir mal ehrlich, nach Obi-Wan Kenobi, The Book of Boba Fett und der letzten Staffel von The Mandalorian könnte uns wahrscheinlich sogar eine 12-teilige Miniserie über Watto begeistern. Die Messlatte hängt aktuell niedrig. The Bad Batch hat es da leicht, dieses Niveau zu überbieten. Und das tut die Serie auch trotz einiger Schwächen. Ihr müsst definitiv genug Durchhaltevermögen mitbringen, um die zahlreichen Filler-Folgen durchzustehen, oder ihr schaut einfach im Internet nach, welche Folgen man getrost überspringen kann. Wenn ihr dann aber am Ball bleibt, werdet ihr mit Star Wars-Figuren belohnt, die ihr nicht mehr missen wollt. Man kann einfach nicht anders als Omega, Hunter, Wrecker, Tech, Echo und ja, auch Crosshair ins Herz zu schließen. Noch dazu wird eine Verschwörung aufgedeckt, die das gesamte Franchise beeinflussen wird. Dazu aber gleich in meinem Spoiler-Part noch etwas mehr. Gerade die letzte Staffel hat The Bad Batch in eine sehr gute Star Wars-Serie verwandelt, die große Lücken hinterlassen wird. Genau deshalb gibt es von mir 8 von 10 Punkten. Zum Glück ist aber noch nicht Schluss mit den Animationsserien aus dem Clone Wars Kosmos, denn am 4. Mai startet schon die zweite Staffel von Tales of the Jedi. Ich erzähle euch jetzt noch etwas über die krassen Sachen, die in The Bad Batch Staffel 3 so passieren. Wenn ihr darauf Bock habt, bleibt noch kurz dran, aber Vorsicht, Spoiler! Seit der zweiten Staffel von The Bad Batch wird bereits angedeutet, dass die Serie wohl eine der schrecklichsten Drehbuchentscheidungen der Filmgeschichte ausbügeln wird. Nämlich dieses wunderbare Zitat aus Episode 9. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Die Lösung hierfür ist das sogenannte Projekt Nekromant. Das wurde bereits in der dritten Staffel von The Mandalorian angeteased. Das Projekt ist nichts anderes als eine geheime Klonforschung. Eine ganz entscheidende Rolle in diesem Projekt spielt tatsächlich Omega. Sie verfügt nämlich über einen hohen Midichlorian-Wert. Die Lebensform ist dafür verantwortlich, dass Personen über die Macht verfügen können. Deshalb haben Jedi und Sith einen besonders hohen Midichlorian-Wert. Omega ist damit der erste Klon, der theoretisch machtsensitiv ist. Wenn man Palpatine oder andere machtsensitive Wesen einfach so klonen wollen würde, dann hätte sein Klon keine Machtfähigkeiten. Aber mit Hilfe eines Bindemittels können die Midichlorian-Werte in einem Klon wiederhergestellt werden. Das Imperium sucht vergeblich nach solch einem Bindemittel, doch findet es endlich in Omegas Blut. Die Midichlorian-Werte in ihrem Blut bieten nämlich die perfekte Grundlage für einen Klon von Palpatine. Zugegeben, ich finde es ziemlich plausibel, warum der Imperator dieses Projekt ins Leben gerufen hat. Ich meine, natürlich will er, dass sein Imperium bis in alle Ewigkeiten besteht und das könnte er mit Klonen erreichen. Natürlich macht das die somehow Palpatine Returned Line nicht weniger goofy, aber erklärt sie zumindest. Ich wünschte, man könnte ausgehend von The Bad Batch einfach die Sequels ignorieren und alles nochmal neu angehen. Denn eigentlich schlummert hier eine verdammt interessante Geschichte. Es ist wieder ein klassischer Fall von Star Wars versucht seine eigenen Logiklücken mit noch mehr Star Wars zu füllen und zu erklären. Warum gibt es im Todesstern diesen einen Schacht, mit dem man das ganze Teil in die Luft jagen kann? Wir machen extra Rogue One und Andor, um das zu erklären. Warum waren die Archive in Episode 2 eigentlich unvollständig, als Obi-Wan Kenobi auf Detektivmission unterwegs war? Hier hast du eine Folge Tales of the Jedi, wo wir das wieder gerade biegen. Es funktioniert irgendwie immer und im besten Fall entstehen dabei ein paar der besten Star Wars Projekte überhaupt. Genauso ist es jetzt auch bei The Bad Batch. Somehow ist dieses Video jetzt aber zu Ende gegangen. Ich hoffe, ich konnte euch von The Bad Batch überzeugen und dass ihr der Serie vielleicht eine Chance gebt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Wenn ihr noch mehr von Space haben wollt, dann schaut euch doch gerne hier dieses Video von Sonne, Tod und Sterne an. Da war Xenia letztens zu Gast und hat dort Weltraumnahrung probiert. Hoffentlich war es lecker. Oder ihr wollt explizit mehr von Star Wars, dann klickt auf dieses Special hier von mir. Da stelle ich euch 5 unverfilmte Star Wars Geschichten vor, die ich gerne mal auf der Leinwand sehen würde. Das wäre es dann von mir soweit. Ich bin raus, macht's gut und tschö tschö. Möge die Macht mit euch sein.